Die Maus im Fenster. Es war einmal eine Maus, die hieß Pip und lebte recht und schlecht auf dem Dachboden eines alten Hauses. Eines Tages aber wurde sie berühmt. Es begann damit, dass Pip einen mörderischen Krach vernahm, zugleich wurde sie hoch in die Luft geschleudert, so dass sie dachte, ihr letztes Stündchen habe geschlagen. Man hatte das alte Haus gesprengt, um Platz für einen Neubau zu schaffen. Die Bewohner des Hauses waren natürlich rechtzeitig ausgezogen. Wer aber sagt einer Maus Bescheid? Pip hatte Glück. Sie landete in einer Kiste voller Holzwolle. Und sobald sie sich von ihrem Schreck erholt hatte, krabbelte sie aus der Holzwolle heraus, lief in die nächste offene Tür und verkroch sich unter einem dicken Schrank. Dort blieb sie mucksmäuschenstill hocken, bis der Abend hereinbrach und Ruhe eintrat. Bevor sie sich aus ihrem Versteck wagte, schnupperte sie erst einmal, ob es auch nicht nach Katze stank. Es roch aber angenehm nach Farbe und Lack, Holz und Stoff und allerlei, das sie nicht kannte. Pip machte sich auf den Weg, die Umgebung zu erkunden. Überall erblickte Pip Tiere und eigentümlich kleine Gestalten, die aussahen wie Menschenkinder, und alle saßen stumm und starr da. Merkwürdig, dachte sie, sehr merkwürdig. Woher sollte die Maus, die ja ihr ganzes Leben auf dem Dachboden eines alten Hauses verbracht hatte, auch wissen, dass es Puppen waren? Plötzlich fuhr sie zusammen. Vor ihr stand eine riesengroße gelbe Katze. Die Maus wurde ganz steif vor Angst. Dann bemerkte sie, dass die Katze nicht einmal die Schnurrbarthaare bewegte, dann, dass sie keinerlei Anstalten machte, nach ihr zu greifen, nicht einmal, als Pip davonlaufen wollte. Da wurde die Maus mutig, fauchte die Katze an, ja, sie zupfte sie sogar am Schwanz. Doch die Katze rührte sich nicht. »Das lob ich mir«, sagte Pip, »eine Gegend, in der sogar die Katzen friedfertig sind.« Als sie im Hinterzimmer noch Brot und Käsekrümel fand, beschloss sie, hier zu bleiben. Sie verputzte die Krümel, dann wanderte sie noch einmal gemächlich durch den großen Raum. Unversehens wurde es taghell. Die Straßenlaternen waren angegangen und warfen ihr Licht in den Laden. Einen Augenblick stand Pip ebenso starr wie die anderen Tiere. Da aber sonst nichts geschah, ging sie weiter dem Licht entgegen und stieß mit der Nase an eine unsichtbare Wand. Sie versuchte es noch einmal, dann links, dann rechts, und nirgends kam sie durch. Merkwürdig, dachte sie, sehr merkwürdig. Woher sollte die Maus auch wissen, dass eine große Fensterscheibe ihr den Weg versperrte? Mir auch recht, sagte sie schließlich, kann ich nicht hinaus, so kann auch niemand herein. Sie huschte in den Schoß eines großen gelben Tieres mit kuscheligem Fell, machte es sich bequem und blickte hinaus auf die abendliche Straße. Es dauerte nicht lange, da entdeckte Herr Müllermeier, der jeden Tag um diese Zeit seinen Spaziergang machte, die Maus im Fenster. Das heißt, eigentlich entdeckte Waldemar, der Dackel von Herrn Müllermeier, die Maus zuerst. Er zog so ungestüm an der Leine, dass Herr Müllermeier fast umgerissen worden wäre, und stürzte auf die Scheibe los. Herr Müllermeier war sehr verwundert, was sein Waldemar ausgerechnet bei dem Spielzeugladen suchte. Dann sah er die Maus. Der Anblick, wie Pip sich im Schoß des Teddys räkelte, mit dem Schwanz wackelte und ihn keck anschaute, verblüffte Herrn Müllermeier derart, dass er laut lachen musste. Da blieben auch andere Spaziergänger stehen. »Sie geht bestimmt elektrisch«, meinte einer. »Kein Aufziehmotor würde so lange durchhalten.«
Es ist eine echte Maus, widersprach ein anderer. So gut kann man kein Tier nachahmen. Sehen Sie doch, nur wie sie mit dem Schwanz wackelt. Aber eine richtige Maus hätte Angst vor uns, gab ein Dritter zu bedenken. Herr Kux, der Verkäufer des Spielzeugladens, der zufällig vorbeikam, wunderte sich, warum zu dieser Zeit so viele Menschen vor seinem Laden standen. Als er Pip erblickte, wurde er zuerst bleich, dann aber musste er lachen. Es sah so lustig aus, wie Pip im Schoß des Teddys hockte. Außerdem liebte er die Tiere. Am nächsten Tag ließ er beim Frühstück ein paar besonders dicke Krümel unter den Tisch fallen, und am Abend überzeugte er sich, dass die Maus wieder im Fenster saß und viele Menschen stehen blieben und sich über sie freuten. Herr Kurux, der Leiter aller Spielwarenläden der Stadt, freute sich nicht. Im Gegenteil, er stürzte wutentbrannt in den Laden und schrie: »So eine Schande! Eine Maus im Schaufenster! Was sollen die Leute denken?« »Ja, sie freuen sich«, sagte Herr Kux. »Fort muss sie, fort«, schrie Herr Kurux. »Aber sie sieht doch so niedlich aus, und sie tut doch niemandem etwas zuleide.« »Wenn Sie die Maus nicht verjagen«, brüllte Herr Kurux, »dann verjage ich Sie. Die Maus muss fort.« Das war leichter gesagt als getan. Als Herr Kux am Abend schweren Herzens in den Laden ging und versuchte, die Maus mit lautem Getöse zu verscheuchen, huschte Pip blitzschnell ins Maul eines Stoffkrokodils. Sobald er aber den Laden verließ, setzte sie sich wieder ins Fenster. Da lachte Herr Kux und ging fröhlich nach Hause. Am nächsten Tag kam Herr Kurux mit, um Herrn Kux zu unterstützen. Sie konnten die Maus aber nicht fangen. Die Leute beobachteten durch das Fenster die Jagd und hatten ihren Spaß daran, wie schnell Pip in dem Krokodil verschwand und wie gelassen sie wieder herausspazierte, sobald Herr Kux und Herr Kurux den Laden verließen. Niemand verriet Pips Versteck. Im Gegenteil, alle klatschten laut Beifall, sobald die Maus wieder auftauchte, so daß Herr Kurux vor Wut fast einen Herzanfall bekommen hätte. »Stellen Sie Mausefallen auf und legen Sie Gift aus«, schrie er und rannte mit rotem Kopf davon. Am nächsten Vormittag inspizierte er die Mausefallen und die Teller mit vergiftetem Korn und nickte zufrieden. »Jetzt kriegen wir sie«, sagte er. Herr Kux aber hatte die Fallen so aufgestellt, dass sie nicht zuschnappen konnten, und auf die vergifteten Körner hatte er etwas Petroleum getan. Nicht einmal die dümmste Maus würde davon fressen. Als Pip nach 3 Tagen noch immer quicklebendig war, befahl Herr Kurux, eine Katze anzuschaffen. Herr Kux aber kaufte ein altes Tier, das nicht mehr riechen konnte und in seiner Altersblindheit eine Riesenunordnung machte, die Puppen umwarf und mit dem Schwanz die Spielsachen von den Regalen fegte, so daß die Katze wieder fortgebracht werden musste. Nun befahl Herr Kurux, Herr Kurux solle nachts im Laden bleiben, bis er die Maus gefangen oder verjagt hätte. Egal wie. Da saß nun der arme Herr Kux Nacht für Nacht im dunklen Hinterzimmer, und solange Herr Kurux aufpasste, machte er Brrrr oder oder Ii und klatschte in die Hände, und die Maus ließ sich nicht blicken. Sobald aber Herr Kurux nach Hause ging, schlief Herr Kux ein, und Pip setzte sich wieder in die Auslage. Inzwischen war Pip in der ganzen Stadt bekannt. Sogar die Zeitung berichtete von ihr und veröffentlichte ein großes Foto von der Maus im Fenster. Daraufhin kam ein Anruf aus der Hauptstadt. Direktor Kukurux, der Leiter aller Spielzeugläden des Landes, kündigte seinen Besuch an. »Da haben wir die Bescherung«, rief Herr Kurux erbost. Er befahl Herrn Kux, einen Käsekuchen zu backen, der so herrlich dufte, dass keine Maus der Welt ihm widerstehen könne. Und er passte genau auf, dass Herr Kux so viel Gift in den Kuchen tat, dass daran 1000 Mäuse hätten sterben können. »Nun geht es ja endgültig an den Kragen«, sagte Herr Kux zufrieden und rieb sich die Hände. Herr Kux machte ein todtrauriges Gesicht.
Er musste den Kuchen direkt vor den Teddy stellen. Und der Kuckuck drängelte sich durch die Leute bis dicht an die Scheibe, damit er alles genau beobachten konnte. Pip kam, schnupperte, trippelte zum Käsekuchen, schnupperte noch einmal, probierte, fraß und fiel nicht tot um. Auf ihrer Brust prangte ein großer gelber Fleck. Die Leute klatschten Beifall. Herr Kurux aber machte sich mit den Ellenbogen Platz und fauchte Herrn Kurux an. Das werden Sie büßen. Da dachte Herr Kurux, Herr Kurux hätte ihn durchschaut. Er hatte nämlich statt Gift Safran genommen, womit man Kuchen appetitlich gelb färben kann. Und daher stammte der Fleck auf Pips Brust. Herr Kurux jedoch verstand nichts von Kuchenbacken. Er hatte es nur so in seiner Wut gesagt, weil er Angst vor dem Direktor hatte und nicht schuld sein wollte. Am kommenden Nachmittag traf Direktor Kuckurux aus der Hauptstadt ein. Er ließ sich alles berichten und sein Gesicht wurde immer finsterer. Herr Kux musste den Laden eine Stunde früher schließen. Dann warteten die drei, bis Pip erschien und es sich im Schoß des Teddys bequem machte. »Es scheint wirklich eine besondere Maus zu sein«, flüsterte Herr Kuckurux. »Ich habe noch nie von einer Maus mit einem gelben Fleck gehört.« »Am besten wir schließen den Laden«, flüsterte Herr Kuckurux zurück. »Aber nein«, rief Herr Kux, »seit wir die Maus haben, verkaufe ich viel mehr Spielzeug als sonst.« »Das verstehe, wer will«, knurrte Herr Kuckurux. »Ich verstehe es auch nicht«, brummte Herr Kuckurux. »Die Leute freuen sich über Sie«, erklärte Herr Kux. »Und wer sich freut, bereitet auch anderen gern eine Freude.« »So«, brummte Herr Kuckurux. »Und Sie haben wirklich alles versucht?« »Alles«, rief Herr Kuckurux. »Wir haben sogar einen Käsekuchen gebacken und so viel Gift hineingetan, dass 1000 Mäuse davon sterben könnten. Ach was, 100.000! Doch sie hat ihn gefressen wie nichts. Sie muss unsterblich sein.« Herr Kuckurux machte ein bedeutungsvolles Gesicht. »Dann müssen wir eben aus der Not eine Tugend machen. Wir tun einfach so, als gehöre die Maus in den Laden. Wir setzen die Maus auf die Personalliste«, entschied Herr Kuckurux, »und alles hat seine Ordnung.« Am nächsten Morgen hing ein Schild im Schaufenster. Darauf stand: »Auf Beschluss der Direktion bekommt die Mitarbeiterin dieses Ladens, Fräulein Maus, für ihre Verdienste um den Verkauf von Spielwaren eine Prämie von täglich einem Stück Käsekuchen.« Von nun an musste Herr Kux jeden Abend ein Stück Kuchen ins Schaufenster stellen. Und die Menschen drängten sich vor der Scheibe, um zuzusehen, wie Pip ihre Prämie verputzte. »Und wenn sie nicht gestorben ist, dann sitzt sie heute noch im Fenster.« Das war die Geschichte »Die Maus im Fenster« von Gerd Prokop, erschienen im Kinderbuchverlag Berlin. Es las für euch Joachim Tomaszewski, Regie führte Lutz Erdmann.